So, in einem Riesentempo und Riesenschritt geht es gleich weiter mit Terraria. Unter spannender und epischer Musik, die ich leider schon so oft hören musste, dass es mir zum aus den Ohren wieder rausquillt. Ja, ich habe zwei Testwelten, weil in der ersten Testwelt, also meiner allerersten Welt, die dummen blöden Mineralien einfach zu wenig waren. Deswegen habe ich ganz einfach eine neue Welt angefangen, um auch einiges anderes auszuprobieren. Zum Beispiel auch, wie man Leute in seine Heimat kriegt. Ich habe es versucht, habe den Anweisungen von der Terraria-Wiki Anweisungen der Terraria-Wiki gefolgt, aber wollte nicht. Das Ding wollte nicht so wie ich. Wie Icke. Ob da irgendwo Tierchen ist. Also bitte. Ich will doch schon mal Ordnung haben. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wie man die komischen Sterne nutzen kann. Ja, ich weiß, wie man Dinge nutzt. Jungle Grass Seeds. Und zwar, indem man zehn von denen sammelt. Oh, Silver Picks. Indem man zehn von denen sammelt. Hä? Können wir die nicht pflanzen? Ach, scheiße, muss man dazu extra Biom haben. Was ist das für eine Kacke? Was habe ich hier drin? Och, ich will die wegschmeißen. Oh Gott. Nein, nicht wegschmeißen. Alles aufheben. Brickstack. So, fein. Ach, wir haben ja schon 10. Uhu. Flaps. Ach, da können wir wieder ein bisschen Leder machen. Und wo haben wir es denn? Leder, Leder, da. Zwei Leder. Zwei unglaubliche Leder. Schade. Schade. Waterleaf. Können wir das wenigstens pflanzen? Nein. Klasse. Echt klasse. Haben viel Zeugs, können es aber nicht nutzen. Gut, in die Truhe. Alles in die Truhe. Flaps. 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 Wo habe ich das reingepackt? Hey. Mana Crystal. Und wir haben Mana, auch wenn ich keine Ahnung habe, wozu ich das gebrauchen kann. Noch nicht. Noch habe ich keine Ahnung. Gold. Nee. Wir brauchen wie viel, um eine Pickaxe zu machen? Ach nee, wir müssen hier hin. So, und da brauchen wir 12. Oh. Müssen wir nochmal auf Goldreise gehen. Weil wir können nämlich Meteorit, also Einstein, der da im Todesland ist, nur mit der Goldspitzhacke abbauen. Oder mit besseren, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht. Kenne mich nicht so aus. Bin neu hier. Was soll ich eigentlich machen? Ach, wie. Ah, oh, Mensch, wir waren noch im Dschungel. Scheiß auf, ne? Scheiß darum, dass es jetzt Nacht wird. Wir waren noch im Dschungel. Ach, das ist das Kacke, dass wir mal im Spawnpunkt starten. Das Krieg mache ich jetzt auch wieder gerade. So.
Ich weiß jetzt übrigens auch, wie man die komischen Flaschen nutzen kann, wenn wir welche hätten. Man kann nämlich daraus Wasser bauen. Wasser bauen. Ja, ich baue mal Wasser. Wo haben wir unsere Flaschen? Du Flaschen. Wunderschön. Ba, ba, ba. Da, 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 da. Ach komm. Bau, 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 bau. Und man merkt auch, dadurch, dass ich die andere Welt jetzt gemacht habe, weiß ich zum Beispiel auch, was eine Goldspitzhacke bringt. Weil ich nämlich eine habe. Ja. Also gut. Und, weil die Frage aufkam, ich nehme ganz einfach die Ladebildschirme mit. Weil ich ganz einfach auf F9 drücken will. So, F9, Buff, starten, Aufnahme. Wen stört, kannst du überspringen. Ist doch nicht schlimm. Ihr seid auf Video gegangen, habt den Klick schon. Also. Pff. Ist mir auch scheißegal, wenn ihr das Video negativ bewertet. Da freuen sich dann welche ganz stark, wenn sie dann meine Videos negativ bewerten. Bin ich natürlich auch ehrlich. Gras weg. Ups. Und wir haben wieder ein Teil übersprungen. Wunderschön. Also das Ding können wir hier wahrscheinlich immer noch nicht abbauen. Auch mit der Goldspitzhacke. Warum auch immer dieses Scheißgestein unzerstörbar ist. Also jedenfalls nach unseren Methoden. Aber ehrlich gesagt stört mich das herzlich wenig. Nö, nö, Junge. Hab keine Lust. So, stechen wir uns mal den Weg frei. Stich, 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 stich. Hä? Au. Puff, tot. Na komm. Pau. Also was für mich jetzt bedeutet, dass ich die Mana, wenn ich diese Sterne sehe, dass ich jetzt auch nicht mal einen Grund habe. Einen Grund sehe. Was ist das für ein Ding? Die einzusammeln. Wow. Ich krieg euch auch rückwärts. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht an komische Dinger komme. Also Dorn. Das meinte ich jetzt. Besonders die kleinen Dorn. Wenn die schon groß gewachsen sind, dann sieht man die ja wenigstens. Pau, 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 tot. Ach, ich wollte euer zeigen. Ah, gut, mache ich dann woanders. Wo Wasser ist. Ach, da ist ja noch ein Vieh. Na komm, stirb. Merkt sich ja nicht. Pio, pio, pio. Und tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Ach, die müssen wir wahrscheinlich. Das ist mir doch egal. Aua. Aua. So. Jetzt sind wir aber sicher. Hier ist nichts drin. Können wir wenigstens einen Eisenbahn machen. Mit dem Eisenerz, das wir gekriegt haben. Ja. Super. Öffnen sich so viele neue Wege für mich. Oh nein, ein Zombie greift unsere Tür an. Zwei Zombies.
Wie schrecklich. Also wenn da 10, wirklich, ich hab eigentlich nachgezählt, 10 Zombies auf einmal meine Tür angreifen. Und die geht nach 5 Minuten immer noch nicht kaputt. Müssen die eigentlich manchmal mal merken, dass das nicht kaputt geht. Hier, Bottled Water, restores 20 Life. Alles hat seinen Grund, Leute, alles. Auch wenn die nutzlosesten Gebilde hier vielleicht auch nur als Dekoration dienen. Ist immer noch ein Grund. Pack den Kaktus! Läge nicht so rum. Komm, stirb. Zombie Party. Hier überall die Körperteile rum. Ich will hier wenigstens ein bisschen. Oh, wo sind die lang gelandet? Da. Hallo, freiwillige Opfer. Da kommt ihr nicht hoch. Na komm. Kommt alle hierher geklettert. Hopp. So eine dumme Viecher. Ey. Du bist nicht schlauer. Wir hatten das Ding. Hopp. Das nenne ich mal Schlacht bei Nacht. Kluck, die Flasche ist weg, aber dafür muss man sich leben. Plops. Scheiß auf das Zeug hier.